So, jetzt gucken wir uns mal ein Produkt an, und zwar nur unter einer bestimmten Bedingung. Wir schauen uns mal zwei Zahlen m und n an, und wie oft lautet die Bedingung, die beiden müssen teilerfremd sein. Ja? Wenn diese zwei Zahlen teilerfremd sind, dann gilt das Folgende: Phi von m mal n ist das gleiche wie Phi von m mal Phi von n. Also wenn ich ein Produkt habe und ich kann dieses Produkt zerlegen in zwei Zahlen, also die beiden Faktoren des Produkts sind teilerfremd, also eine Zahl zerlegen kann in zwei Faktoren, die teilerfremd zueinander sind, dann kann ich deren Phi bestimmen und anschließend miteinander multiplizieren. Das läuft natürlich direkt darauf hinaus, dann Phi von p hoch n nutzen zu können. Ne? Also machen wir mal ein Beispiel. Dann beweisen wir das. Erstmal mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein gutes Beispiel. Ja, nehmen wir mal 36. Die Zahl 36 ist ja 4 mal 9. Und 9 sind teilerfremd zueinander. Also, wenn diese Regel wirklich gilt, was wir gleich verifizieren werden natürlich, dann können wir das Folgende machen. Phi von 36 ist dasselbe wie Phi von 4 mal Phi von 9. Na, rechnen wir es mal aus. Phi von 4 ist wie groß? Da kommt 1, da kommt 2, 2. Ne? Phi von 4 ist 2, denn es geht um die Zahlen 1, 2, 3, 4 und davon ist 1 und 3 teilerfremd. Aufgepasst, genau, ein ganz typischer Fehler, man vergisst die 1. Ne? Der GGT jeder Zahl mit 1 ist ja 1, die darf man nicht vergessen, die zählt mit. So. Also hier haben wir 2. Und bei der 9, welche Zahlen sind da teilerfremd? Müssen wir mal gucken. Also die 1 ist teilerfremd, die 2, 6. Aber wie sind Sie drauf gekommen? 3 hoch 2 minus 3 hoch 1. Sie haben sofort das neue Wissen angewendet. Super. Ne? Genau, also wenn wir nochmal das von eben nochmal veranschaulichen wollen, bei der 9 sind ja die 3, 6 und 9 nicht teilerfremd zur 9, also alle Vielfachen der 3. Also muss ich nur von der 9 die 3 abziehen und komme auf 6. 3 Quadrat minus 3 hoch 1. So, also komme ich auf 12. Ne? So. Jetzt sind wir natürlich unsicher, ob das stimmt. Ne? Kommt da wirklich 12 raus? Naja, wir machen das Beispiel tatsächlich jetzt mal bis zum Ende, weil ich gleich in diesem Kontext einen Trick Ihnen zeigen will, wie man diese Zahlen sinnvollerweise aufschreibt. Also passt auf, ich schreibe mal alle Zahlen bis 36 auf. Ja? Und zwar in vier Reihen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, geht schnell, entspannen Sie sich einen Moment. Ich hätte es ja eigentlich auch wie in jedem normalen, besseren Kochstudio machen können. Das Ganze schon mal aus der Röhre holen oder so. Aber habe ich nicht dran gedacht. So.
Ich habe es in 4 Reihen a 9 Zahlen hingeschrieben. Ne? So. Welche Zahlen sind denn jetzt teilerfremd bzw. nicht teilerfremd zu 36? Ja. Sagen Sie mir mal eine Spalte, in der die geraden Zahlen drin sind. Bitte? Ja, wenn 9 in einer Reihe sind, wechselt sich das ab, ne? Ja. Alle Vielfachen der 3, alle Vielfachen der 6 und alle Vielfachen der 9, naja gut. Ah, die kann ich streichen? Die kann ich streichen? Ja, genau. Die kann ich streichen? Ach so. Ja, genau. Na, wenn Sie sich mal überlegen, von der 9 aus gesehen, wenn wir nur die 9 betrachten, da gibt es ja die 3, die 6 und die 9 als nicht zur 9 teilerfremde Zahlen. Und gerade alle Zahlen, die drunter stehen, die konnte ich auch streichen, weil die genau 9 entfernt sind von den jeweiligen anderen Zahlen. Okay, so welche kann ich noch streichen? Ja? Genau, oben die Geraden, links und rechts schräg runter. Ich spreche jetzt mal spaltenweise, in jeder Spalte noch die Geraden. Ja. Ne? 10, 28... So, dann merkt man, das wechselt sich so ab, die brauche ich nicht betrachten. So, 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 ne? Also, welche Zahlen sind übrig geblieben? Die, kontrollieren Sie mal, ob wirklich alle Zahlen teilerfremd zur 36 sind. Muss ja, wir haben ja alle Vielfachen der 2 und alle Vielfachen der 3 gestrichen, ne? So, wie viele sind es? Habe ich alle? Die 11 fehlt noch. Ah, da ist die 11, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So. Wenn wir uns das jetzt mal allgemein überlegen... Dann können wir uns dieses Schema mal aufschreiben für m mal n. Ja? Wir wollen das für m mal n Zahlen machen und die Voraussetzung ist immer, m und n sind teilerfremd. Also kann ich hier anfangen mit 1, 2, 3 und so weiter, Punkt, 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 bis n. Ja? So, in der nächsten Reihe kommt dann n plus 1, n plus 2, n plus 3 und so weiter bis 2n. Dann habe ich hier 2n plus 1, 2n plus 2, 2n plus 3 und so weiter bis 3n. Ne? Hier hinten haben wir 9, 18, 27, das sind gerade die Vielfachen des einen Faktors. Bis hier unten, also hier unten ganz am Ende, steht dann m mal n. Ne? Hier steht m minus 1 mal n. Das heißt, diese in der letzten Zeile, in der ersten Spalte steht m minus 1 mal n plus 1, m minus 1 mal n plus 2, m minus 1 mal n plus 3 und so weiter, so, bis hin zu m mal n. Jetzt haben wir uns alle Zahlen systematisch aufgeschrieben, genauso wie hier, und Voraussetzung, m und n sind teilerfremd. So. Jetzt weiß ich, es gibt phi von n teilerfremde Zahlen zu n, im Bereich von 1 bis n. Also hier oben, in der ersten Zeile, habe ich phi von n zu n teilerfremde Zahlen. Ja?
hier oben hatte ich 6, Entschuldigung, 6, doch hier oben hatte ich 6 zu 9 nicht teilerfremde Zahlen, zu 9 teilerfremde Zahlen, nämlich die 1, die 2, die 4, die 5, die 7 und die 8. Also hier oben habe ich Phi von n Zahlen, die ich gerne behalten möchte. So, in diesen Phi von n, diese Phi von n Zahlen setzen sich nach unten fort. Ne? Wir haben hier Spalten gestrichen am Anfang. Wir wussten, die 3 ist nicht teilerfremd zu 9. Also kann ich auch die 12, die 21 und die 30 streichen. Wenn ich hier eine Zahl habe, eine Spalte habe, die hier oben eine Zahl ist, sagen wir mal k, und k ist nicht, ist, k ist teilerfremd zu n. Wenn k teilerfremd zu n ist, dann muss auch k plus 1 teilerfremd zu n sein. Und k plus 2 muss teilerfremd zu n sein. Warum? Kurz überlegen. Wenn k teilerfremd ist zu n, angenommen, k plus 1 wäre nicht teilerfremd zu n. Entschuldigung. Ah. Hier haben wir n plus k und hier haben wir 2n plus k und so weiter und so weiter. Und hier unten haben wir m minus 1 mal n plus k. So, jetzt ist richtig. Also, hier haben wir k, dann haben wir hier n plus k, ne? Hier ist n, dann addiere ich gerade k drauf, dann habe ich 2n, addiere ich k drauf und so weiter. So, wenn k teilerfremd ist zu n, so, jetzt stimmt's, dann ist auch n plus k teilerfremd zu n und 2n plus k und so weiter und so weiter. Dann sind all diese Zahlen hier teilerfremd zu n. Warum? Angenommen, n plus k wäre nicht teilerfremd zu n, ja? Dann gäbe es ja einen gemeinsamen Teiler von n plus k und n. Wenn es einen gemeinsamen Teiler von n plus k und n gibt, dann ist auch k teilbar durch diesen Teiler. Ja? Also angenommen, k und n sind nicht teilerfremd. Sagen wir mal, g teilt k und g teilt n. Angenommen, nee. So. Ich weiß, k und n sind teilerfremd. Ich nehme es mal an, n plus k und n sind nicht teilerfremd. So, also es gibt einen gemeinsamen Teiler von n plus k, g teilt n plus k, und g teilt n. So. Was könnte man daraus folgern? Wenn g n plus k teilt und g n teilt, dann kann man daraus folgern, dass g auch k teilt. Also wären k und n nicht teilerfremd gewesen. Also wenn k und n teilerfremd sind, dann müssen auch n plus k und n teilerfremd sein und 2n plus k und n und so weiter und so weiter. Weil hier kommt ja immer nur ein n dazu. Ne? Das heißt, auch diese Resultate müssen teilerfremd zu n sein. Das bedeutet, wenn ich jetzt nur n betrachte, erhalte ich Spalten, die potenzielle Kandidaten sind für teilerfremde Zahlen zu m mal n. Ich kann ganze Spalten streichen oder ganze Spalten leer lassen. Wenn ich die Spalten betrachte, wo k und n nicht teilerfremd sind, das heißt k ist gestrichen, dann ist auch n plus k und n nicht teilerfremd und 2n plus k und n nicht teilerfremd und so weiter und so weiter. So, das heißt, nach meiner ersten Streichrunde, wenn ich nur n betrachte, habe ich phi von n Spalten übrig. Das war genau das, was wir hier gemacht hatten. Wir hatten die Dreier-Spalte, die Sechser-Spalte und die Neuner-Spalte gestrichen. Das heißt, ich hatte Phi von 9 Spalten noch übrig. Ich hatte noch 6 Spalten übrig. Anschließend haben wir das Folgende gemacht. Wir haben Spalte für Spalte
die geraden Zahlen rausgestrichen. Das waren gerade diejenigen, die jetzt nicht teilerfremd zu 4 waren. Das müssen wir uns jetzt hier auch nochmal überlegen. Also, wir haben Phi von n Spalten. Mit Zahlen die teilerfremd zu n sind. So. Jetzt müssen wir aus diesen Zahlen noch diejenigen rausstreichen, die gemeinsame Teiler mit m haben. Da beide Zahlen m und n ja teilerfremd sind, hat eine Zahl entweder gemeinsame Teiler mit n oder gemeinsame Teiler mit m. Niemals mit m und n gemeinsam, weil m und n ja teilerfremd sind. Wenn ich jetzt die Phi von n Spalten habe mit zu n teilerfremden Zahlen, dann können da drin jetzt noch welche sein, die gemeinsame Teiler mit m haben. So, wie viele sind das? Wir müssen also diejenigen Zahlen raussuchen aus diesen Spalten, bei denen der GGT mit M gleich 1 bzw. ungleich 1 ist. Die Zahlen haben ja alle ein und dieselbe Form, nämlich die Zahlen sehen ja alle so aus. Das sind alles Vielfache der n plus ein gewisser Rest. Und der Rest, der gibt die Spalte an. So. In diesen Phi von n Spalten müssen wir jetzt diejenigen raussuchen, bei denen der GGT der Zahlen und n gleich 1 ist. Und interessant ist, wie viele sind das jeweils? An der Stelle können wir uns eine Kleinigkeit zunutze machen, nämlich: Wir wissen damals aus der Überlegung des euklidischen Algorithmus, dass wenn wir Folgendes machen wollen, wenn wir GGT von A und M haben wollen, dass wir dann auch berechnen können, oder dass es das gleiche ist wie der GGT von A mod M und M. Das ist eine Grundlage des euklidischen Algorithmus. Wenn ich eine Zahl habe, GGT von zwei Zahlen bestimmen will, dann kann ich die eine von beiden Zahlen modulo der anderen rechnen, dann bleibt der Rest übrig modulo dieser anderen Zahl. Und beim euklidischen Algorithmus geht es dann gerade, wechseln wir die beiden Zahlen, rechnen wieder die eine modulo der andere und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können auch aus jeder Spalte die Zahlen nehmen und erstmal x mal n plus k, irgendeine Zahl hier in dieser Form, modulo m rechnen. Ich suche in den Phi von n Spalten der Zahlen, die alle Teiler sind, fremd sind zu n, diejenigen, die auch Teiler fremd sind zu m. Und dazu kann ich die Zahl nehmen, erstmal modulo m rechnen und schauen, ist das, was rauskommt, Teiler fremd mit m. Gut. Jetzt kann man sich Folgendes überlegen. Wenn ich so eine Spalte habe und die ganzen Zahlen in einer Spalte modulo m rechne, dann kommen in dieser Spalte alle möglichen Reste modulo m vor. Wenn ich in einer Spalte zwei beliebige Zahlen nehme, zum Beispiel diese beiden Zahlen oder diese beiden oder egal,
irgendwelche zwei Zahlen in einer Spalte nehme und modulo m rechne, kommen zwei unterschiedliche Zahlen raus. Es kann niemals die gleiche Zahl rauskommen. Wenn die gleiche Zahl rauskommen würde, kann man sich Folgendes überlegen. Ich nehme zwei Zahlen in einer Spalte. Also nehmen wir mal x mal n plus k und in der Kartenspalte y mal n plus k. So. Wenn ich zwei Zahlen in derselben Spalte modulo m rechne, kann niemals derselbe Rest rauskommen. Begründung, Beweis, per Widerspruch, angenommen, es wäre möglich, dass derselbe Rest rauskommen würde. Also diese Zahlen wären kongruent modulo m. Dann könnte ich das Folgende machen. Ich kann bei so einer Situation auf beiden Seiten minus k rechnen. Ja? Dann steht da x mal n ist kongruent y mal n modulo m. Und außerdem darf ich auf beiden Seiten durch n dividieren. Das darf ich deswegen, weil m und n teilerfremd sind. Sie wissen, beim Dividieren muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn m und n teilerfremd sind, dann darf ich beide Seiten durch n dividieren. Dann steht hier, x ist kongruent y modulo m. X und y waren aber gerade die Zeilennummern. Das heißt, die beiden Zahlen waren ursprünglich schon gleich gewesen. Es waren gar keine verschiedenen. Ne? Wenn x und y kongruent sind modulo m, dann müssen schon die ursprünglichen Zahlen gleich gewesen sein. Ich habe ja hier nur Zahlen von 1 oder von 0 bis m minus 1 als Zeilennummern. Und wenn die Zeilennummern gleich sind, müssen auch die Zahlen vorher schon gleich gewesen sein. Das heißt, zwei Zahlen in derselben Spalte können, wenn ich modulo m rechne, niemals denselben Rest ergeben. Wie viele Zahlen stehen in einer solchen Spalte? Es stehen m Zahlen in einer Spalte. Ja? Es stehen m Zahlen in einer Spalte. Und wenn ich die modulo m rechne, kommt niemals derselbe Rest raus. Das heißt, in jeder Spalte kommen alle Reste raus von 0 bis m minus 1. Jetzt komme ich gerade selbst durcheinander. Warte einen Moment. Gerade mal überlegen. Nein, stopp. Helfen Sie mir auf die Sprünge, ich überblicke es gerade nicht. Sieht jemand einen Fehler? Also ich überblicke es gerade nicht. Wir haben doch eigentlich, wie viele Zeilen haben wir? Wir haben doch M-Zeilen, oder? Wir haben M-Zeilen.
Ah ja, klar, nee, klar. Wir haben M-Zeilen. Und in der ersten Spalte, ne, haben wir 0 mal N, 1 mal N, 2 mal N bis M minus 1 mal N und so weiter. Genau. Wir haben M-Zeilen und wenn ich die Zahl nehme und modulo M rechne, genau, kann jeder Rest rauskommen von 0 bis M minus 1. Und jeder Rest kommt genau einmal raus. Wenn ich zwei verschiedene Zahlen nehme, aus einer Spalte, muss ein unterschiedlicher Rest rauskommen, modulo M. Ich habe M Zeilen, also ich habe, und wie viele Reste habe ich? 0 bis M minus 1, das sind auch M Reste. Also kommt, wenn ich so eine Spalte nehme, der Rest 0 einmal vor, der Rest 1 kommt einmal vor, der Rest 2 kommt einmal vor, der Rest 3 kommt einmal vor, bis zum Rest M minus 1. Der Rest 0 entspricht ja M, modulo M. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Wenn ich die Zahlen zwischen 1 und M betrachte, habe ich M-Zahlen. Genauso, wenn ich 0 bis M minus 1 betrachte. In jeder Spalte kommen alle Reste, alle Zahlen von 0 bis M minus 1 vor. Wie viele davon sind teilerfremd zu M? Phi von M. Ja? In jeder Spalte, wenn ich modulo M rechne, kommen M-Zahlen vor von 0 bis M minus 1. Davon sind Phi von M teilerfremd zu M. Ich hatte mir vorhin überlegt, wenn ich eine Zahl nehme und will wissen, ob die teilerfremd ist zu M, kann ich sie erst modulo M rechnen und dann schon, ob sie teilerfremd ist zu M. Ich nehme alle Zahlen aus einer Spalte, rechne modulo M, damit kommen alle Zahlen von 0 bis M minus 1 raus und davon sind Phi von M teilerfremd zu M. So. Das heißt, ich habe Phi von N Spalten und in jeder Spalte Phi von M zu M teilerfremde Zahlen. Das heißt, letztlich bleiben Phi von N Spalten übrig und in jeder Spalte Phi von M Zahlen, die teilerfremd sind, sowohl zu M, N als auch zu M. Und die Zahlen, die sowohl zu N als auch zu M teilerfremd sind, sind in diesem Fall auch zu M mal N teilerfremd, weil M und N ja selbst teilerfremde Zahlen waren und Zahlen, die zu dem Produkt hier teilerfremd sind, sind sowohl zu M als auch zu N teilerfremd. Puh. Sie haben eine Frage? Ja, schießen Sie los. Für was? Genau. Wir müssen jetzt natürlich Phi von N und Phi von M separat bestimmen. Ne? Gut. Das läuft jetzt daraus hinaus, dass wir, wenn wir eine Zahl haben, die als Produkt da von Primfaktorpotenzen dargestellt werden kann, also von Primzahlpotenzen, dann spalte ich eine Zahl auf, ich bilde also die Primfaktorzerlegung, dann kann ich für jeden dieser Primfaktoren oder für jede dieser Primfaktorpotenzen kann ich Phi bestimmen, ganz einfach mit dieser Regel da oben, und anschließend brauche ich nur zu multiplizieren. Darauf läuft es hinaus, das gucken wir uns gleich an. Aber jetzt erstmal zu der Frage, gibt es noch zu dem Verfahren eine Frage? Damit habe ich Sie jetzt verwirrt, ne? Ja. Ja? Was bringt uns, dass wir wissen, dass x Konkurrenz zu y und m ist? Also welches Ziel ist? Das war ein kurzer Widerspruchsbeweis. Und zwar wollte ich begründen, dass wenn ich in einer Spalte zwei verschiedene Zahlen nehme, also x mal n plus k und y mal n plus k, zwei verschiedene Zahlen nehme und die beide modulo m rechne, dass dann eine unterschiedliche Zahl rauskommt. Angenommen, es kommt keine unterschiedliche Zahl raus. Das ist jetzt ein Widerspruchsbeweis. Angenommen, es kommt keine unterschiedliche Zahl raus.
dann kann ich auf beiden Seiten, also das heißt, beide Zahlen sind kongruent modulo m. Dann kann ich auf beiden Seiten minus k rechnen, dann auf beiden Seiten noch durch n dividieren, weil n und m teilerfremd sind, und dann wäre x kongruent y modulo m. Das würde aber letztlich bedeuten, da die Zeilennummern maximal m minus 1 groß sind, dass x und y schon gleich gewesen wären. Und das würde bedeuten, dass ich mir gar keine zwei unterschiedlichen Zahlen gegriffen habe. Also die Idee war, wenn ich zwei unterschiedliche Zahlen greife, dann sind die modulo m unterschiedlich. Angenommen, die sind modulo m nicht unterschiedlich, dann waren schon die Zahlen gleich. So. Das heißt, von diesen Zahlen, die hier in den Spalten stehen, wenn ich alle modulo m rechne, kommen da alle Reste raus zwischen 0 und m minus 1 modulo m. Ja. Gucken Sie hier, wenn ich hier zum Beispiel, machen wir es vielleicht nochmal ein Beispiel, wenn ich mir eine Spalte rausgreife, die ich am Anfang nicht gestrichen hatte, nehmen wir mal diese hier, die hatte ich am Anfang nicht gestrichen. Ich habe nur die 3, die Spalte 3, die Spalte 6, die Spalte 9 gestrichen. Die Spalte 2 hatte ich nicht gestrichen. Wenn ich diese Spalte jetzt nehme, modulo m rechne, dann kommt raus, 2 modulo m ist 2, 11 modulo m ist 3, 20 modulo m ist 0 und 29 modulo m ist 1. 2, 3, 0, 1. Es kommen alle Reste raus, modulo 4, alle möglichen. Nehmen wir diese Spalte hier, die hatten wir auch nicht gestrichen am Anfang. 5, 14, 23 und 32. Wenn ich die jetzt modulo 4 rechne, kommt hier 1 raus, da 2, da 3, da 4. Entschuldigung, 1, 2, 3, 0. Genau. Das heißt, auch hier habe ich alle Reste 1, 2, 3 und 0. Alle möglichen Reste modulo 4. Nehmen wir uns noch eine andere Spalte, die ich nicht gestrichen hatte. Das war diese hier gewesen. 7 modulo 4 ist 3. 16 modulo 4 ist 0, 25 modulo 4 ist 1, 34 modulo 4 ist 2. Da habe ich auch alle möglichen Reste modulo 4. Das heißt, von den Spalten, die ich nicht gestrichen hatte, da kommen immer alle Reste, alle möglichen Reste modulo 4 raus. Das bedeutet, ich habe in jeder Spalte phi von m Zahlen stehen, die teilerfremd sind zu m. Weil alle Zahlen von 0 bis m minus 1 davor kommen und in diesem Zahlbereich gibt es eben phi von m Zahlen, die teilerfremd sind zu m. Das heißt, ich habe phi von n Spalten, die ich nicht gestrichen hatte, und darin streiche ich noch phi von m Zahlen nicht. Insgesamt habe ich also phi von n mal phi von m Zahlen, die nicht gestrichen sind. So, gibt es noch weitere Fragen? Ja? Also zu dem Gestrichen, das stört mich ein bisschen, weil wenn wir jetzt nur Zahlen haben, ohne dass wir es auch gemalt haben, haben wir ja keine gestrichenen Zahlen in dem Sinne. Ja. Und das trifft ja auch viel zu viel gestrichen wurden, oder? Also da sind ja auch immer alle Reste drin. Richtig, das trifft auch auf die zu, die gestrichen wurden. Aber sonst gibt es ja keine gestrichenen in unserem Kopf, oder? Ja. Genau, jetzt muss man sozusagen nochmal als Ausgangspunkt nehmen, dass m und n teilerfremd waren. Wenn ich mir also die gestrichenen anschaue, ja, bitte, wenn ich die modulo m rechnen würde, kämen auch alle möglichen Reste raus. Das stimmt. Das heißt, auch in jeder Spalte habe ich phi von m Zahlen, die teilerfremd sind zu m. Die Spalten, die ich gestrichen hatte, hatte ich gestrichen, weil die schon nicht teilerfremd waren zu n. Genau. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Sie haben in jeder Spalte haben Sie phi von m Zahlen, die teilerfremd sind zu m. Und dann greifen Sie sich nur diejenigen Spalten raus, deren Zahlen teilerfremd sind zu n. Das sind phi von n. Damit haben Sie insgesamt sich phi von n mal phi von m Zahlen herausgegriffen. Hat Ihre Frage noch nicht beantwortet, ne? Nee. Ja. Nee, gut. Es ist doch egal, ob die gestrichen ist oder nicht, weil da ja auch zwei Teile von den Zahlen drin sind, oder? Von der Logik her. Also, ich habe in jeder Spalte ja zwei Teile von den Zahlen zu der 4 zum Beispiel und in jeder Spalte,
Ja. In jeder Zeile haben Sie zwei Zahlen, die teilerfremd sind, zur 4. Ja, und in jeder Reihe habe ich ja drei, die teilerfremd sind, zur 9. Ja. Das ist ja egal, ob die gestrichen sind oder nicht. Sie haben in jeder Reihe 6, die teilerfremd sind, zur 9. Sie haben in jeder Zeile 6, die teilerfremd sind, zur 9, nicht 3. 1, 2, 4, 5, 7, 8, die sind teilerfremd zur 9. Sie haben nicht 3 Zahlen, die teilerfremd sind, sondern 6. Ja. Sie haben in jeder Reihe 6 teilerfremd Zahlen zu 9. Und jetzt nehmen Sie von diesen Zahlen, in jeder Reihe haben Sie 6, nur jede zweite letztlich. Okay. Noch weitere Fragen? Gut, dann durchdenken Sie es im Moment. Ich muss die Tafel wischen.